Mein Name ist Paul. Ich bin hier aus Dresden, aus dem Open Data Lab oder Code for Dresden. So in der Ecke kann man mich hier finden. Und ich beschäftige mich ein bisschen so mit maschinellen Lernverfahren und wollte heute mal, weil es ja um Datenspuren, weil es ja darum geht, ein bisschen darum kümmern, das Leuten näher zu bringen, was das eigentlich heißt, wenn Maschinen lernen. Wer von euch ist selber Programmierer? Wer codet selber? Und wer ist? Ja, an euch? Ja, Frage an euch. Also ungefähr nur die Hälfte, das ist gut, das hatte ich so gehofft. Ich will nämlich ein bisschen so ganz einfach die ganze Sache erklären. Die Leute, die selber programmieren, die werden lachen. Das ist auch manchmal so gewollt. Wenn wir über schlaue Computer reden, dann reden wir eigentlich darüber, dass sich Mathematiker vor allen Dingen, das sind die schlauen Menschen gewesen, Gedanken gemacht haben, wie man Zahlen, und Computer können nur Zahlen verarbeiten, wie man also im Computer Zahlen so verarbeitet, dass dann irgendwie halbwegs clevere Antworten kommen. Und clever ist dann in dem Fall Definitionssache. Wer bei Amazon zum Beispiel einen Kühlschrank kauft, der bekommt dann ja unten angezeigt, hier, das könnte Sie vielleicht auch interessieren. Und dann sind vielleicht Kühlschrankmagnete dabei und so. Und das ist dann schon die Cleverness, die bei Amazon im System steckt. Das ist also ein maschinelles Lernverfahren, das der Computer rausbekommen hat, okay, also wenn jemand einen Kühlschrank kauft, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass er auch Kühlschrankmagnete brauchen könnte. Und dann schlage ich ihm das vor. Das ist das, was heutzutage das maschinelle Lernen ist. Und als Beispiel für ein Algorithmus für das Verarbeiten von Zahlen, für die Leute, die nicht selber programmieren, wie gesagt, für die Leute, die selber programmieren, ist das jetzt wirklich zum Lachen. Ich will es aber trotzdem mal zeigen. Für die Leute, die das nicht wissen, so, ein Computer ist nicht sonderlich schlau, aber ein Computer ist wahnsinnig schnell. Und diese Geschwindigkeit, dieses Schnelle, dieses Parallele, dass der einfach wahnsinnig schnell Zahlen oder Buchstaben verarbeiten kann, das wird in ganz vielen Algorithmen genutzt. Und als Beispiel möchte ich mal das Beispiel zeigen, wenn der Computer, wenn ich jetzt einen Algorithmus schreiben soll, der zum Beispiel eine PIN rät, ja, ihre PIN von ihrer EC-Karte. Sagen Sie mir mal Ihre PIN. Wir gehen mal davon aus, es ist die 4521, ja, als Beispiel. Wenn ich jetzt einen Algorithmus schreiben müsste, der diese PIN errät, dann sind das genau die drei Zahlen danach. Dann sage ich dem Computer nämlich einfach nur, probiere einfach alle Zahlen von 0 bis 10.000 durch. Und wenn die Zahl, die der Computer jetzt gerade dann hat, mit ihrer PIN übereinstimmt, dann ist das die Geheimzahl fertig. Ja, die Ausführung auf meinem kleinen Laptop hier dauert so lange. Es ist also 0,00 irgendwas gewesen. Und genau so funktioniert es auch, wenn irgendjemand eine Passwortdatenbank irgendwo klaut oder runterlädt. Da wird einfach nur durchprobiert und der Computer ist eben einfach so schnell, dass er das schafft, in überschaubarer Zeit zu lösen. Und das ist genau auch der Punkt, der für viele maschinelle Lernverfahren, also das heißt, woher kommt die Cleverness jetzt am Computer? Die kommt oftmals einfach nur daher, dass er ziemlich schnell Zahlen vergleichen und zusammenrechnen kann. Und ein Mathematiker oder ein Programmierer hat sich dann mal hingesetzt und hat gesagt, okay Junge, wenn du so schnell bist, dann brauche ich dich jetzt mal, um 1 Million Zahlen miteinander zu vergleichen. Und dann werden die verbunden. Wie und welche Verfahren es gibt, habe ich mal so eine kleine Übersicht. Wir gehen das zusammen mal durch. Also das einfachste Verfahren ist das erste, das nennt man überwachtes Lernen oder im Englischen Supervised Learning. Da sage ich dem Computer einfach, pass auf, die und die Zahlen, die sind gut und die Zahlen, die sind schlecht. Und immer wenn eine neue Zahl kommt, dann weißt du ja dann, ob das gut oder schlecht ist. Also ich sage ihm vorher, was ein Ergebnis ist, was ich haben möchte. Und der Computer gibt das dann so wieder mit neuen Zahlen, die er noch nicht gesehen hat. Als Beispiel könnte man einen Bildverarbeitungsalgorithmus nehmen. Ich lerne im Computer, wie Tassen aussehen. Ich zeige ihm also 100 Tassen, alle, die in meinem Schrank sind, von meinem Nachbarn noch, die mit, alle aus meinem Haus. Mache ich ein Foto von den Tassen und sage dem Computer, so sehen Tassen aus. Und immer, wenn er eine neue Tasse sieht, soll er mir möglichst sagen, ob das eine Tasse ist oder nicht. Na, das wäre zum Beispiel Supervised Learning. Unüberwachtes Lernen, Unsupervised Learning, ist dann schon ein bisschen was anderes. Da brauche ich dem Computer nämlich gar nichts sagen. Der sortiert sich das selbst. Wir gucken uns für alles Beispiel an. Und
Reinforcement Learning, bestärkendes Lernen, das ist so, wie wir unsere Kinder großziehen. Wenn die laufen und das schaffen bis zum Papa, dann sagen wir, das hast du gut gemacht. Dann freut sich das Kind, es lacht und nächstes Mal wird es das vielleicht wieder genauso versuchen. Genau das ist der Hintergrund hinter diesem Reinforcement Learning. Man sagt dem Computer, du bist so schnell, mach's einfach 1 Million Mal und irgendwas davon wird schon so gut sein, dass du zum Ziel kommst. Und dann sage ich ihm, und das war jetzt das Beste, was du kannst. Und dann nimmt er das und macht das einfach nochmal nach oder besser. Grundsätzlich sagen die Statistiker, dass eigentlich alle Modelle, die man so reinprogrammiert, im Computer sagt, dass die falsch sind. Aber einige sind dann doch eben nützlich. Und das wird man jetzt auch sehen, anhand der ganz einfachen Beispiele, die ich zeigen möchte, was damit gemeint ist. Wie gesagt, wir fangen an mit dem Supervised Learning. Wir haben, oder die Algorithmen, wie laufen die ab? Ganz links oben sind Trainingsdaten, zum Beispiel Text, Dokumente, Bilder, was ich gerade erzählt habe mit Tassen und so weiter. Unten links sind ein neues Textdokument. Als Beispiel werde ich jetzt mal sagen, ich möchte einen Spamfilter programmieren. Ja, der Google Spamfilter ist also ein maschinelles Lernverfahren. Der soll also selber rauskriegen, ob das Spam ist oder nicht und das in den richtigen Ordner sortieren. Dann hat er da links oben Trainingsdaten, die er bekommt. Das hat also mein Google-Ingenieur dann gemacht und er holt dann sogenannten Feature-Vektor raus. Feature-Vektor für Spam als Beispiel, das ist jetzt also die große Kunst, ist das Feature-Engineering, rausholen aus diesen Daten, was ist das Entscheidende. Und wenn ich jetzt Spam-Erkennung machen müsste, da zähle ich einfach, wie oft das Wort Viagra in der E-Mail vorkommt. Ja, wenn bei Viagra mehr als 1 in dem E-Mail-Text, dann Spam. So einfach wäre ein Algorithmus. Damit werden Sie jetzt Google nicht ausperformen, aber es ist eine Möglichkeit, Spam zu erkennen. Diesen Feature-Vektor labeln Sie, wie gesagt. Sie sagen, wenn Viagra in der E-Mail vorkommt, dann ist das Spam. Das Ganze packen Sie in einen Machine Learning-Algorithmus. Und jetzt ist nämlich der Clou, für jede neue ankommende E-Mail kann dieser Algorithmus dann sagen, ob das Spam ist oder nicht. Das heißt, eine neue E-Mail, die ankommt, wird automatisch gelabelt, ob Spam oder nicht. Das ist schon clever im Rahmen von Computern. Und wir machen mal das einfache Beispiel. Ein Freund hat mich darum gebeten, der ist im Finanzwesen, der hat gesagt, wenn du hier schon Beispiele durchfeuerst, dann nehmen gleich was aus dem Bankenwesen. Wir nehmen mal das Beispiel Kreditwürdigkeit. Ich bin also eine Bank. Und Sie kommen alle zu mir und fragen mich, ob ich Ihnen Geld leihen würde und falls ja, zu welchem Zinssatz. So, und da sind natürlich die einfachsten oder die wichtigsten Fragen hier als Beispiel mal die Punkte. Das ist also das, was Sie bei Ihrer Bank für einen Kreditantrag wahrscheinlich gefragt werden. Was ist das monatliche Einkommen? Wie viel Geld wollen Sie denn haben? Also was ist der Kreditbetrag? Was ergibt sich dann über die Laufzeit für eine monatliche Rate und so weiter und so fort. Das sind also die Features, die ich dort raushole aus dem Datensatz. Der Datensatz sind jetzt Sie, ja, ist der Datensatz, der kommt jetzt an und ich habe vorher einen Feature-Engineer hingesetzt, der hat gesagt, wir brauchen jetzt das Wichtigste von dem. Und ich habe jetzt gesagt, okay, also für mich ist das Allerwichtigste zu wissen, wir sehen auf der X-Achse das freie monatliche Einkommen. Das kriegt eine Bank relativ leicht raus. Das sieht ja, was monatlich Gehaltseingang ist und sieht dann, was an dem Tag vorm Gehaltseingang noch auf dem Konto ist. Dann weiß es also, was das freie monatliche Einkommen ist. Von jedem Einzelnen hier im Raum weiß das die Sparkasse. Und da oben auf der Y-Achse ist die angefragte monatliche Kreditrate, die logischerweise sich aus Kreditbetrag und Laufzeit ergibt. Und jetzt sind das alle Leute, die auf den Datenspuren sind, haben sich jetzt bei der Bank gemeldet und fragen nach einem Kredit. So, das sind jetzt 500 Bankkunden, die da nachfragen, ob sie von der Bank einen Kredit bekommen. Und jetzt, wenn man sich das so anguckt, wem würdet ihr jetzt einen Kredit geben? Also eher jemand, der links oben ist oder eher jemand, der unten rechts ist? Ich bitte um Zwischenrufe lauter. Rechts unten? Warum? Genau, das ist genau die Logik, die man als Mensch, man guckt drauf, ja, und sagt, naja, ist ja Logo. Wenn jemand 200 Euro jeden Monat übrig hat, also wir sind jetzt hier, wenn jemand 200 Euro jeden Monat übrig hat und nur 100 Euro dann zurückzahlen will mit Kredit, ja, das schafft er, ja, dann kriegt er den Kredit. Wenn aber da jemand, ich habe hier
einen Kollegen hier, der hat im Monat hier minus 20 Euro auf dem Konto und fragt aber nach einer Kreditrate von 160 Euro. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Bank dem Geld leiht, ne? Und das ist jetzt also das Feature Engineering. Das holt man sich aus den Daten raus, die der Kunde bei der Bank hinterlegt hat, und kann dadurch entscheiden, und das machen wir jetzt, kann damit entscheiden, ob der einen Kredit bekommt oder nicht. Gehen wir mal von dem Beispiel unten weg. Wir haben jetzt also genau diese Darstellung hier, ne, aus der PowerPoint. Und jetzt gibt es hier so einen Supervised Learning Algorithmus, der heißt Support Vector Classifier. Der macht nichts anderes als... Oh, ich bin falsch. Und zwar hier muss ich hin. Der macht nichts anderes als, und ich versuche das Diagramm jetzt nochmal nachzubauen, ich sage also, ich habe hier die Leute, die label ich jetzt übrigens, die weißen Punkte sind die, denen ich Kredite geben würde, und die schwarzen Punkte sind die, denen würde ich nicht unbedingt einen Kredit geben. Ich habe da jetzt Wissen reingesteckt, ich habe nämlich weiße und schwarze Punkte verteilt. Na, das ist genau das, was gerade hier passiert ist. Innerhalb von 10 Sekunden guckt ein Mensch drauf und sagt, naja, ist ja logisch. Den gebe ich Geld und den gebe ich kein Geld. Jetzt ist aber die Frage, wenn Sie jetzt eine Online-Bank sind und 1000 Kreditanfragen pro Sekunde haben, dann soll da kein Mensch mehr sitzen, der jeden Antrag durchblättert und sagt, sondern die Entscheidung muss in Echtzeit auf einer Plattform gerankt nach Bank, muss die Prozentzahl und ja, ich gebe Ihnen einen Kredit stehen. Und deswegen müssen das Algorithmen übernehmen. Jetzt fittet man hier also so ein lineares Modell. Diese Support Vector Machine oder Support Vector Classifier macht jetzt zwei Sachen. Und zwar, es versucht eine Gerade durchzulegen, um das zu teilen, die beiden Gruppen. Und es versucht noch, den Abstand jeweils zu maximieren. Denn es wird natürlich Leute geben, die sind hier oben. Und es wird Leute geben, die zahlen nicht zurück, die sind hier unten. Das ist also das Know-how der Bank. Dieses Modell jetzt im Hintergrund auf den Rechnern zu haben und zu entscheiden, dieses Modell auf dem Rechner zu haben und dann halt gute oder schlechte Kredite zu verteilen. Jetzt ist die Frage nach dem Zinssatz. Und das ist jetzt natürlich auch kein Problem, wenn man die Gruppen schon mal geteilt hat nach guten und schlechten Kreditnehmern, dann kann man natürlich auch das Ganze abstufen. Die da ganz links oben sind, die kriegen den Kredit für 1,9% und die da ganz unten sind, kriegen den Kredit für 4,8%. Na, hat man jetzt schon eine Echtzeitanzeige auf der Webseite für den Kredit, den man anbieten kann. Und jetzt ist die Frage, warum... Big Data, also warum gibt es das jetzt noch nicht so lange, die ganze Sache, oder warum heißt das jetzt Big Data? Das sieht man ganz einfach daran, ich reduziere jetzt die Anzahl der Kunden, 500, 200, 100, 20, 10, 8, 7, 6, 2, 3, 1, und dann sieht man schon, dass die Modelle dann zappeln, wenn das ganz wenig Leute werden, und das ist der Grund, warum das jetzt seit neuestem sozusagen, seit ein paar Jahren erst so richtig exzessiv betrieben wird mit dem maschinellen Lernverfahren. Einfach weil man richtig viele Menschen braucht, richtig viele Daten. Man muss die schnell auswerten und das machen jetzt eben erst die Amazon Cloud oder die Google Cloud. Na, also das, wir haben jetzt 500 Leute, wir haben uns über das Feature Engineering Gedanken gemacht, wir haben die jetzt separiert und wir können jetzt in Echtzeit, wenn wir das Modell sozusagen dem Kunden anbieten würden, der Bank, könnte die Bank in Echtzeit entscheiden, ob es einen Kredit gibt oder nicht und sogar noch zu welchem Prozentsatz. Und genau das passiert, wenn man mal bei mobile.de oder so ein Auto eingetippt hat und dann finanzieren, dann gibt es also eine Liste, welche Bank zu welchem Kreditsatz anbietet. So, die zweite Sache war Unsupervised Learning. Das sieht ganz genauso aus, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Den gibt es, und zwar hier, war vorher, dass wir das per Hand labeln. Das waren also die weißen und schwarzen Punkte dort in dem Diagramm. Beim Unsupervised Learning ist das jetzt gar nicht mehr so.
am Beispiel von den Bildverarbeitungen und den Tassen hatte ich gesagt, ich muss meine 100 Tassen und die 100 Tassen von meinem Nachbarn muss ich dem Computer zeigen und der kann dann selber entscheiden. Wir reden ja hier von 1 Million oder 100 Millionen oder 1 Milliarde Beispielen. Ne? So, wo soll ich 100 Milliarden Tassen hernehmen? Und wie lange dauert das, die alle zu fotografieren in allen Belichtungen von allen Seiten? Also Supervised Learning hat seine Grenzen. Deswegen gibt es Unsupervised Learning. Und das kommt ohne Labels aus. Ich gebe dem Computer also gar keine Info dazu. Habe ich auch ein Beispiel vorbereitet. Und zwar ist es das Gleiche, dass man es auch schnell wieder versteht. Und wir haben also wieder hier unser Bankexperiment. Wir haben unsere 500 Kunden. Und jetzt sage ich, der Computer soll sich einfach mal selber entscheiden. Ich werfe also alle 500 Kunden dort rein in diesen Algorithmus und sage ihm, mach dir mal selber Gedanken, wie man die beiden oder wie man die teilen könnte, in zum Beispiel gute und schlechte Kunden. Und der Ablauf ist folgender, und da kommt wieder das PIN-Raten-Beispiel von vorhin, das ist echt simpel, aber im Endeffekt ist das nichts anderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, also hier sind zwei größere Punkte, die sind jetzt zufällig hier in die Gruppe geworfen. Also der Computer macht hier random, setzt hier einfach zwei Punkte rein und guckt, ob diese 500 Kunden eher zu dem oder eher zu dem Punkt passen. Also dicht dran sind, in der Nähe von dem Punkt sind. Und jetzt gehe ich in den nächsten Schritt. Dann hat er das rausbekommen. Also wir sind jetzt in einer Größenordnung von, wir sind eine Mikrosekunde später oder so. Ne? Also das ist jetzt, das geht jetzt wirklich schnell. Jetzt hat der Rechner also gemessen, die Punkte hier, die sind alle dichter an dem als an dem. Und im zweiten Schritt verschiebt er den erst zufällig gesetzten Mittelpunkt einfach in die Mitte von allen Punkten, die jetzt zu ihm gehören. Das ist also durch den Pfeil jetzt hier gekennzeichnet. Er verschiebt jetzt einfach den Mittelpunkt dahin. Dann ist das der neue Mittelpunkt. Dann guckt er wieder, bist du dichter bei mir oder bei mir, lieber Kunde? Also sind Sie ein guter oder ein schlechter Kunde? Einfach dadurch sagt, hier, rot, schlecht, aber Sie gehören ja eigentlich viel mehr zu der Gruppe. Sortiert das also neu. Verschiebt wieder zum Mittelpunkt, sortiert neu. Und jetzt kann ich, ihr seht da oben, die Schritte springen, unten passiert fast gar nichts mehr. Also wir sind schon nach 3 oder 4 Iterationen. Das heißt, wir sind irgendwas in einer halben Millisekunde auf meinem Laptop, sind wir fertig. Der Computer hat selber festgestellt, okay, wir haben 500 Kunden, ein paar könnten gut sein, ein paar könnten schlecht sein. Ich unterteile sie einfach mal in der Logik und schlage das der Bank vor. Ohne, dass ich als Mensch dort irgendwelche Informationen reingegeben habe, außer die Anweisung, dieses mathematische Verfahren verschieben, Abstand messen. Das dritte, was ich noch zeigen wollte, ist Reinforcement Learning. Das war das Beispiel, wie wir auch unsere Kinder erziehen. Ja, wenn es hinfällt, tut es weh. Wenn sie es schaffen, dann belohnen wir sie. Das ist also streicheln und hast du gut gemacht. Genau das Gleiche gibt es auch für Computer, heißt im Reinforcement Learning. Und habe ich auch eine Demo. Und zwar habe ich nicht selber geschrieben, logischerweise. Und zwar sieht die so aus. Ganz easy gemacht. Eine gewisse Anzahl Rechtecke, zufällig verbunden, bewegen sich zufällig. Schwerkraft drauf. Und geschaut, wie lange, und das ist jetzt der Bewertungsalgorithmus, wie lange der Kopf höher war als die Füße. Also wie viel höher der Kopf als die Füße waren und wie weit er gelaufen ist. Und logischerweise, wenn der Kopf immer über den Füßen bleibt und der läuft, dann kann der laufen. Ja? Also das ist sozusagen ein Algorithmus, der sagt einfach, ich generiere, ja, das ist Samstagabend Neustadt-Style, kommt, ist hier, ja, es ist immerhin der Führende derzeit. Es ist der Führende derzeit. Es gibt jetzt hier also eine Bestenliste. Und übrigens, das ist jetzt hier zum Spaß animiert. Ja. Also das dauert so lange, weil wir da zugucken wollen, weil wir Menschen das nicht. In echt macht man das parallel auf
GPUs, also eine GPU hat sowas 256 Kerne oder so, da rechne ich das 256 mal parallel auf einem Computer und dann gibt es Cluster. Also das heißt, so ein Computer hat hier innerhalb von, ich sag mal, einer halben Minute, weiß der, wie man läuft. Mit so einem einfachen Algorithmus. Ich rechne einfach, also ich packe Rechtecke zusammen, gebe eine Erdbeschleunigung drauf, lass die zufällig bewegen und wenn es klappt, dann sage ich, du bist der Klassenbeste, das ist hier unten die Liste, hier, du bist der Klassenbeste, den nehme ich und fange mit dem wieder an. Also immer der Beste ist jeweils der, der dann neu wieder anfängt. Und den variiere ich. Und das führt, also die URL ist rednat.org, das kann jeder ja mal abends an seinem Browser starten, schlafen gehen und wer früh dann zum Rechner kommt, dann sieht das Mädel laufen. Ja, der läuft dann früh. Wegen der Animation, wegen uns Menschen, weil wir das sehen wollen. Ja, nicht, weil der Computer so lange braucht, das rauszukriegen, sondern weil wir dabei gerne zugucken wollen. Man kann dann hier noch Genmutation, Wahrscheinlichkeit und wie viel dann nochmal davon mutiert wird und so weiter und so fort. Man kann dann viele Sachen da einstellen und sich das mal angucken, wie das funktioniert. Das ist witzig. Wie gesagt, kann man sich in der WG schön an die Wand werfen und gucken, ob der Sonntagabend dann laufen kann. Das ist also Reinforcement Learning. So, und dann gibt es noch eine Sache, das nennt sich Deep Learning. Das hatte ich zum Anfang nicht so richtig mit genannt, so als Klasse, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich das einsortieren soll. Das sind sogenannte neuronale Netze. Das funktioniert so. Man hat hier drüben Layer, das ist Eingang. Das ist zum Beispiel, was Apple jetzt macht mit Apple Health oder so. Die sammeln einfach Blutdruck, Anzahl der Schritte, wie viel geschlafen habe ich denn, esse ich denn einen Apfel oder nicht. Die sammeln einfach alles. Und rechts gibt es Ausgänge. Ja, sie hatten leider einen Herzinfarkt. So, den Zusammenhang weiß keiner, ne? Aber es gibt ein neuronales Netz und da haben die Mathematiker sich in den 70er Jahren irgendwann abgeguckt vom Gehirn, vom Menschen, da ist das nämlich genauso. Es gibt dann so Synapsen, die werden aktiviert, das funktioniert da mathematisch genauso, da gibt es eine Aktivierungsfunktion, dann wird der Durchgang aktiviert und dann wird gesagt, naja, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie gibt es einen Zusammenhang. So, und was ich jetzt hier angezeichnet habe, das ist jetzt hier zwei Hidden Layer und irgendwie vier, das ist nix. Wenn Google das macht, dann lassen die neuronales Netz ganz YouTube gucken. Also Google hat ja YouTube, ja, und das sind Videos. Und die lassen ihr Data Warehouse ganz YouTube gucken. Also gleichzeitig alles. Und fragen dann, was hast du gesehen? Was kannst du uns über das Video sagen? Und das ist kein Witz. Also das ist jetzt sozusagen, wo ich will, dass es langsam in die Magengegend geht. Ihr seht es jetzt leider nicht, wegen dem Beamer. Dass dieser Deep Dream, kann jeder mal googeln, Deep Dream, das war jetzt auch viel in der Presse so immer, diese Bilder, die aussehen so psychedelisch, dass diese neuronalen Netze selber Sachen erkannt haben, also das ist unsupervised, es hat ihm niemand gesagt, was dort zu sehen ist, aber es kam nach ganz YouTube gucken auf die Idee, dass in unserem Leben irgendwie Katzen relevant sind, weil hier rechts ist eine Katze zu sehen, das seht ihr jetzt nur nicht, ich sehe das aber, dass irgendwie Katzen relevant sind, es kann Schau-Schaus von Pudeln unterscheiden, es kann selbstständig labeln, ob ein Stabhochspringer oder ein Weitspringer in dem Video zu sehen war, es kann sehen, ob das ein Rennrad war oder ein Mountainbike, ohne dass diesem neuronalen Netz irgendjemand was gesagt hat. Und damit hat man das Problem vom Supervised Learning, nämlich dass man 1000 Tassen braucht, um gut zu werden. Das Problem hat man nicht mehr. Man nimmt einfach ganz YouTube. Wer hat nochmal ganz YouTube außer Google? Ja, niemand. Genau das ist der Punkt. Die nehmen einfach diese Riesendatenbasis, können mit diesen Algorithmen Informationen daraus ziehen und haben das selbst gelabelt. Genauso wie vorhin dieses ganz einfache Beispiel mit der Kreditwürdigkeit, ja, wo die Punkte rumspringen, das ist genauso ähnlich einfach, läuft das von der Mathematik her, nur einfach groß und viel und oft und schnell auf Google-Maßstab. Und deswegen sind die einfach gut. Meine YouTube-Empfehlung, Andrew Ng,
ehemaliger Google-Ingenieur, ist jetzt von Baidu abgeworben worden, Professor für Machine Learning, Deep Learning, diesen Talk mal angucken. Das ist schon erstaunlich, was er da so alles erzählt. So, und wenn wir das jetzt alles mal kombinieren, ja, also der, wir belohnen den Rechner ein bisschen mit +1, +1, +1, hast du gut gemacht, kannst jetzt laufen. Und dann gucken wir, was gibt es jetzt sonst noch so? Ja, das ist also hier Boston Dynamic, das ist also Geheimhaltungsstand YouTube, ja, die Videos sind also auf YouTube. Das sind also mittlerweile zwei vierbeinige Roboter, die selber Untergrund erkennen, laufen können. Wer die Videos sich mal anguckt, man tritt gegen, das Ding weicht aus wie ein Zebra oder das auch machen würde. Und zwar, wenn man von der Seite gegentritt, dann merkt er das und macht die Bewegung. Also das hat denen auch kein Mensch gesagt, die haben das halt selber gelernt. Oder hier der Kollege unten. Ja, das ist ein Roboter, der laufen kann. Ja, den Algorithmus haben wir uns gerade angeguckt, relativ simpel, der kann das jetzt. Und tja, was ist, wenn es einfach gar keinen Peaceful Use dafür gibt? Ja, die Boston Dynamic ist von der DARPA finanziert worden. DARPA, das ist, ich sag mal, in 100% Nähe zum US-Militär. Das sind die, die vor 15 Jahren die Grand Challenge und dann die Urban Challenge gefundet haben. Das sind also die selbstfahrenden Autos, die damals vor 15 Jahren in der Wüste gefahren sind. Hat funktioniert. Danach haben sie gesagt, na gut, Wüste ist einfach, dann fahrt mal wenigstens ein bisschen durch die Stadt. Hat auch funktioniert. Jetzt haben wir die Autos auf den Autobahnen. Das funktioniert. 15 Jahre später ist das da, funktionierend. Wir können die Hände vom Lenkrad nehmen, die Autos fahren selber. Und die DARPA hat ein neues Projekt, die heißt Robotic Challenge. Da geht es darum, zweibeinige stehende Roboter zu entwickeln, die selbstständig Rescue-Tasks lösen. Zum Beispiel durch Fenster klettern, zum Beispiel Türen öffnen und solche Nebentasks wie Wasser hinabsperren und so. Ja. Das ist also meiner Meinung nach eine bedenkliche Entwicklung. Ja, das Problem ist, ich bin ja selbst Machine Learning Entwickler, ich mache das ja, aber was soll ich machen? Soll ich jetzt meinen Laptop zuklappen und sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, weil wenn ich das jetzt hier mache, dann geht die Welt unter, ich habe einfach überhaupt keinen Einfluss darauf. Das gibt andere Leute und ich bin nicht der Einzige, der das Risiko sieht. Es gibt mittlerweile namhafte Leute wie Elon Musk, wer den kennt. Das ist der, der selbst landende Raketen baut, die jetzt gerade für die NASA die Supply machen für die Raumstation. Das ist der, der zum Mars fliegen will und das ist der, der in der Nebentätigkeit Tesla Motors gegründet hat, die gerade alle Punkte einsammeln, die es in der Automobilindustrie so gibt. Und der hat zusammen mit Stephen Hawking und noch ein paar anderen Leuten in 100 Milliarden US-Dollar Fonds ins Leben gerufen, der ausschließen soll, dass Artificial Intelligence, also das heißt Machine Learning, maschinelle Lernverfahren, gegen Menschen gerichtet werden. So, warum? Naja, weil da Elon Musk auch Investor ist und in einige AI, also Artificial Intelligence Startups investiert ist, dort offensichtlich Sachen gesehen hat, die nicht schön sind, gemerkt hat, da wo Geld ist, geht die Entwicklung hin, wer hat Geld, wer hat Interesse, dass Maschinen selber Entscheidungen treffen und rumlaufen im Bodeneinsatz. Und genau die Gesichter wollte ich haben, das bedrückt mich ja auch, deswegen wollte ich hier auf den Datenspuren mal drüber reden. Und ich kann aber nichts machen, ihr könnt wahrscheinlich auch nichts machen, aber jetzt haben wir wenigstens mal drüber gesprochen. Und bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gute Party wünsche. Test. Hallo, und zwar, um als Denkanstoß das anzugeben, ich habe da schon mehrmals drüber nachgedacht. Du sagst das ja immer mit einer schlimmen Miene, was dort im Machine Learning los ist. Ich sehe das nicht ganz so, weil sieht man das nicht einfach als eine neue Entwicklungsebene? Es ist halt einfach Evolution und die Evolution der Maschinen, gerade im Longshot denke ich halt darüber nach, dass wenn wir zu anderen Sternsystemen kommen wollen, müssen das Maschinen machen und da sind wir biologischen Wesen einfach nicht für fähig
und so eine, was weiß ich, Installation im Weltraum, die überlebt halt auch mal ganz schnell ohne Probleme 1000 Jahre etc. pp. Insofern kann man das auch mit diesen Gedankengängen sehen. Ich meine, ja, Terminator kommt und schießt uns alle tot. Das heißt deswegen noch lange nie, dass es auf der Erde nie weitergeht. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man manche Leute sieht, so diverse Regierungen und so weiter und so fort. Also in diesem Zusammenhang sehe ich das auch ein bisschen und möchte das einfach als Diskussionsansatz hier auch mit reinwerfen. Danke. Danke für die Anmerkung, das sehe ich ganz genauso. Dass es definitiv die Anwendungsfälle dafür gibt. Jeder, der in der Pflege arbeitet und 100 Kilo schwere Leute bewegen muss, der sagt, gibt es denn nicht endlich einen Roboter, der das kann? Ja, das ist ganz klar. Es gibt Murphy's Law, das sagt, wenn es 10 Möglichkeiten gibt, irgendwas zu erreichen und es ist eine völlig bescheuert und ist unser Untergang, dann wird es definitiv Leute geben, die die 10. Variante wählen. Und in dem Fall sehe ich das auch so. Natürlich gibt es gute Anwendungsfälle. Natürlich wird das zu unserem Vorteil sein und wir werden viel Arbeit damit haben und es wird uns also lästige Tätigkeiten abnehmen. Aber ich sehe es auch ganz klar, es gibt ganz klar Interessen, die wollen, dass es solche Geräte gibt. Hier, wie Ihnen hier oder wie die da oben. Und da weiß ich nicht, ob man das also zulassen sollte. Wie man es regulieren will, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es ist halt bedenklich, meiner Meinung nach. Weil, jetzt kommt der Punkt, die Rechenkapazität verdoppelt sich ja und so weiter immer ständig. Und bei diesen neuronalen Netzen kommt es nur darauf an, wie viel Kapazität man hat. Ja? So, und jetzt derzeit sind wir, was weiß ich, auf Google Warehouse-Niveau. Jetzt warten wir halt, dieses Moore's Law, ne? Verdoppelt sich das. Auf einmal ist das System von jetzt auf gleich in der Lage, nicht Internet der Dinge, sondern auf einmal ist das Ding das Internet. Und dann steht man als Mensch mit seinem kleinen Gehirn daneben und sagt, oh, das ist genauso wie vor 15 Jahren mittlerweile der Film hier rauskam, mit ihm sogar, mit dem Predictive Policing, ne? Ja, mit wo die Kugeln kamen und dann haben sie die hochgenommen, noch bevor die was getan haben. Morgen habt ihr einen Talk hier auf den Datenspuren zu Predictive Policing. Ja, es ist halt alles eine Frage der Zeit und so sehe ich das bei dem Thema auch. Und das ist halt die Frage, ob der Mensch in der Lage ist, das anzuhalten, zu stoppen. Weiß ich nicht. Bin kein Fachmann da drin. Aber die Awareness soll man schaffen, sage ich immer so schön. Gibt es noch weitere Fragen? Ich bin der letzte Talk, wir haben Zeit. Ich wohne hier drüben gleich. Ich hab keinen langen Heimweg. Ich glaube, das hier ist eher ein Kommentar, nicht mehr eine Frage, aber vielleicht ist es eine Frage, dass ist es nicht, dass die Maschinen so begrenzen in ihren Möglichkeiten, dass sie nur so viel machen können, was sie ausgestattet sind. Wie zum Beispiel in deinem Beispiel, was du gezeigt hast mit dem Mensch, der lernt. Er kann gar nicht, also der lernt zu laufen, er kann nichts machen, weil er ist einfach etwas in dem Bildschirm. Aber dann, wenn wir irgendwo etwas bauen, was eine Waffe halten könnte, dann hätten wir eigentlich Angst. Und ja, die sind ja Träger dafür, das ja. Ist ein Fakt. Also ich würde sagen, es ist eher, wir sollten nur Angst für sowas haben, wenn wir eigentlich ihm die Möglichkeit geben, etwas Schlimmes zu tun. Genau, da bin ich beim Punkt. Es wird Leute geben, die das machen werden. Und dann ist genau die Frage, an welcher Stelle sagt man dann, das machst du jetzt bitte nicht. Letztlich ist eine Drohne, die rumfliegt irgendwo, höhengesteuert, alles positiongesteuert, Raketen ab, das ist alles ein autonomes System. Es ist ja theoretisch schon da, nur halt simpel. Genau, was du sagst, das kann nur das, eine Drohne kann nur das. So, aber wie gesagt, es gibt bessere Algorithmen, mehr Platz und es wird cleverer. Als Beispiel dieses, gar nicht so weit hergeholt, dieses Deep Learning ist in autonomen Fahrzeugen jetzt drin als Kamerasystem. Es unterscheidet zwischen Bus und Auto und Fußgänger, Straßenbegrenzung und da, wo da ist frei, da darf ich hin, da darf ich nicht hin. Das ist ein Deep Learning Netzwerk, das wurde von MobileEye entwickelt, das sind Computer Vision Fachleute. Die haben das jetzt im Tesla drin. Tesla macht das jetzt.
So in Serie. Na, vor 5 Jahren noch theoretisch, da gab es noch Paper und ja, langsam können wir es auf GPU, wir haben die erste Implementierung auf GPU, ja, wir können das jetzt parallel machen. So, ja. So zack, jetzt ist es da. Ich habe noch eine Frage zu dem Deep Learning. Ich habe keinerlei technisches Verständnis. Zu wem? Zu diesem Deep Learning. Deep Learning, ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Aber hat man diesem riesigen Computer vorher die Aufgabe gegeben, sag uns, was für Gegenstände du dann nachsiehst, also in diesen ganzen Videos, oder hat es sich sozusagen die Frage selbst gestellt? Nee, genau. Die Frage, die YouTube dem gestellt hat, war, unsere User labeln ihre Videos nicht. Also wenn man bei YouTube ein Video hochlädt, dann schreiben viele dann drunter Me at the Beach oder so und dann unten als Text noch Beach, Fun, Holiday oder so. Was YouTube möchte, ist ein Computer Vision System später, was draußen rumläuft, im Altersheim steht und sagt, eine alte Frau, ein Teller, eine Blumenvase, sie läuft, sie ist hingefallen. Ja, das möchten die. Kontextverständnis. So, also sagen die, guck dir ganz YouTube einfach an und finde mal raus, was da passiert. Trenne Vordergrund von Hintergrund, trenne Aktivität von Passivität, von sowas. Und finde Features, die das beschreiben. Und was kam eben raus? Na, zum Beispiel ein Katzengesicht. Ihr seht es jetzt leider nicht. Mein Talk ist bei GitHub dann auch, Datenspuren 2015. Da sieht man das dann noch besser. Und holt sie als Feature raus, eine Katze. Also wenn ich menschliche Videos analysieren will, dann muss ich offensichtlich wissen, wie eine Katze aussieht. Ja, und das hat es dann selber rausgefunden und gesagt, okay, jetzt kann ich jedes Video, wo ich das sehe, schreibe ich Katze ran als Label. Katze, Katze, Katze. Katze springt auf Tisch, Katze stößt Blumenvase um, Katze holt sich Essen. Kannst dann selber labeln. Das war die Aufgabe. Ja. Das war so eine Fortsetzungsfrage. Woher genau kamen die Labels an der Stelle? Also ich meine, wenn sich das der Algorithmus nur die Videos selber als reinen Content anguckt und den... Die Labels kommen daher und das... Die bereits vorhandenen einfach bei den 2, 3 Videos, die sie finden. Oder? Nee, das ist unsupervised, also niemand hat dem jemals was gesagt. Ne? Und jetzt kommt der Trick wieder, warum ich eigentlich dieses PIN-Beispiel gezeigt habe, wo jeder sagt, es ist echt interessant, ja, Zahlen zu vergleichen. Aber was macht der Computer? Man sagt, also ein Videobild, ja, ist ein Pixel unterteilt, ne? Breite mal höher. So. Und jetzt sagt man ihm, 4 Pixel nehme ich mal oder 5 oder 6 nehme ich mal und dann sage ich ihm, es gibt senkrechte Linien, es gibt so Linien, es gibt Diagonalen, es gibt so, ne, also sortiert Linien einfach und sagt ihm, so und jetzt nimm mal ein YouTube-Video und gucke, an welcher Stelle du zum Beispiel eine senkrechte Linie findest. Geht dir die Pixel ab und das sind jetzt mittlerweile bei 4K echt viel, also die verarbeiten noch keine 4K, sondern das ist ein Riesenproblem, ja, die verarbeiten hier 640 mal 480 oder sowas, und dann geht das durch und guckt, ah, hier eine senkrechte Linie gefunden, gut, merke ich mir mal, eine senkrechte Linie ist gut und dann nehme ich noch eine Diagonallinie, geht die durch und dann, ah, die beiden kombiniert, das, da habe ich jetzt viel gefunden und so setzt sich, also 0,3 mal eine senkrechte Linie plus 0,8 mal eine Diagonale plus zusammen ist dann auf einmal eine Katze, denn es ist nichts anderes. Eine Katze gefilmt ist ja nichts anderes als das Zusammensetzen von irgendwelchen kleineren... Ja, damit hat ja der Algorithmus trotzdem erstmal nur ein Objekt abstrahiert in irgendeiner genau. Form oder irgendein Konzept abstrahiert. Genau. Aber wie wird denn das dann gelabelt? Also ach so, wenn der Algorithmus letztlich dann rauskriegen soll, dass da ist eine Katze, was ja, der Name, Konzept... Ja, der Name Katze ist ja nur in Deutschland Katze. Mhm. Das... Also Katze würden wir in Deutschland labeln, ja, im Englischen labels Cat, also dem Computer ist das wurscht, der gibt dem Ding dann eine Variable und da ist dann das und der findet es immer wieder. Also der Name Katze, den hat er jetzt natürlich nie selber gefunden. Na, also der hat jetzt nicht gesagt, das ist eine Katze, sondern der hat gesagt, das ist ein Ding, das ist offensichtlich wichtig in vielen YouTube-Videos, also nehme ich das jetzt und suche immer danach. Na? Weitere Fragen, jemand? Da ist noch jemand? Ich melde. Danke. Zu diesem Bilderkennungssystem, was in Kraftfahrzeugen verbaut wird, ja. Hast du ja gesagt, das sind auch Learning-Systeme. Ist das so, dass die einmal zentral trainiert werden und dann das Ergebnis auf jedes Fahrzeug verteilt ja. wird oder lernt tatsächlich jedes Fahrzeug einzeln noch Nein. weiter? Nein, einmal gelernt und dann das System deployed, also das ist das, was ich hier gezeigt habe. Das ist das jetzt hier.
Na. Das hier. Das Ding wird einmal trainiert. Das kommt dann aufs Auto sozusagen, per Software-Update over the air, auch kein Problem. Ne? Und dann hat man hier ein Predictive Model. Und für alles, was neu reinkommt, kann dieses Ding eine Ausgabe geben. Gibt es noch weitere Fragen? Okay. Sonst ist jetzt Partytime. Vielen Dank für deinen Vortrag. Dankeschön.